Und damit ein herzliches Willkommen. Zu Darksiders. Ja, Freunde, ein neues Let's Play von mir, das jetzt beginnt. Und ich gucke mal kurz die. Warum steht der Titelbild für? Seltsam. Okay. Dann mal los hier. Oh, was haben wir denn? Moment. Ach so. Die Musik machen wir mal ein bisschen leiser. So vielleicht. So, alles andere kann so bleiben. Ja, ja. Ich mach das mal so ein kleines Tick heller. Okay. Spieltipps. Wenn das hell ist, wird es angezeigt, oder wie? Okay. Mal sehen. Dann ein neues Spiel. Normal. Na dann, Leute, viel Spaß mit meinem neuen Let's Play und Darksiders. Seit Anbeginn der Zeit befinden sich die Armeen von Himmel und Hölle in einem endlosen Krieg. Von diesem Konflikt wurde der feurige Rat angezogen, eine Entität, die durch uralte Gesetze gebunden war, Ordnung und Gleichgewicht zu erhalten. Jede Macht, die nicht in Schach gehalten wurde, war eine Bedrohung für die Materie des Universums. Mit der Zeit begannen Himmel und Hölle den Rat und seine Gesetze in Ehren zu halten, denn niemand konnte sich den schrecklichen Vollstreckern des Rates widersetzen. Sie waren als furchterregende Bruderschaft mit dem Namen die Vier Reiter bekannt. Aus den Tumulten erwuchsen die ersten Menschen. Der Rat sagte vorher, dass sie schwache, aber gerissene Kreaturen seien, die einmal für das Gleichgewicht wichtig wären. Ein drittes Königreich wurde benannt. Das Reich der Menschheit. Auf Befehl des Rates wurde ein Pakt zwischen Himmel und Hölle geschmiedet. Dieser große Pakt wurde durch sieben Siegel verschlossen, die zur rechten Zeit gebrochen werden sollten, nämlich wenn das Reich der Menschheit bereit für den Endkrieg sei. Eine Schlacht, die das Gleichgewicht wiederherstellen und das Schicksal der drei Reiche bestimmen würde. Come on, move it!
So, und damit nochmal ein herrliches Willkommen zu Dark Riders. So ein Ding, was gerade ein Angriff, man wird trotzdem noch ein Angriff. Der ist mitten durch. Gut durch. So muss das sein, das bleibt. Na. Dann komm du doch mal her, Mann. Kaboom. Ich bin ein Feuerdämon. Haha. Ich hau euch alle weg, sogar die Autos. Die machen sowieso nur die Luftabtesten hier. Der braucht so ein Auge, wenn man Tische hat. Ne? Und die Scheibe gehen zu Bruch. Das ist wieder von hinten, ne? Die Hölle bricht hier los in der Stadt hier. Ach du heilige Maria, ist ja riesig. Können wir uns den Wagen treffen? Nein. Das Gericht ist nah! Was geht denn für böse Engel? Ja, aber ich habe doch gerade erst angefangen. Ich kann ja mein Ende schon wieder nah sein. Was bist denn du für ein Golem? Warte doch mal. Was geschieht hier? Laufen oder so was? Ja, ich weiß, mein Ende ist nah. Was ist denn mit dem Tick? Okay, da kann man durch. Bäh. Na dann. Ist ja gut. Okay.
gebaut. Einmal hoch hier. Springen können wir auch. Okay. Noch höher. Meint ihr diese Dinger hier? Ah ja. Wo ist der Alarm? Gut. Geht doch mal weg hier. Nein, nicht von hinten. So, wieder gut gesteigt. Geh doch mal weg hier. Aus der Hölle? Ist da heute Tag auf die Tür oder was? So. Na also. Das war hier. Und runter, ne? Das war ein böser Engel. Da. So. Na dann, hopp. Boah. Gut. Da geht's nicht weiter. Ah ja. Einer der vier! Aber wo sind seine Brüder? Wir werden nicht nachgeben. Alter, das sind die viele. Ich bin doch nur alleine hier. Den Hammer voll ausgespielt, ey. Ja. Wir werden nicht nachgeben. Ist ja gut. Ich aber auch nicht. Wohin? Bam, 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 bam.
Ich nehme mal an, ich muss hier lang. Ja, das sind wieder diese bösen Engel. Ah. Unmöglich. Abaddon, was ist das? Wo sind meine Brüder? Das kann nicht sein. Das letzte Siegel. Mein Gott! Das siebte Siegel wurde nicht gebrochen. Abaddon! Was um Himmels Willen hast du getan? Ich bin dem Ruf gefolgt. Boss gelogen. Ach doch. Okay. Oh, das ist ja gut. Ja.
Mann, da hat er dann Spielzeug auch noch bei dir, aber ich brauch doch keine. Oh, nochmal. Warum? Das schmeckt nicht gar nicht, ne? Ich weiß auch, wie das Spiel sich so bekommen hier. Aua. Wieder dieses okay. Das Gesetz wurde gebrochen. Genau wie du, Reiter. Das Gesetz ist klar. Wenn das siebte Siegel gebrochen wird, reiten die vier Ritter los, um die Üble zu bestrafen. Seien sie nun Söhne der Menschen, Herren des Himmels oder Abschaum der Hölle. Über alle Bewohner der Erde wird gerichtet und der Pakt wird erneut geschmiedet. Du hast deine Aufgabe vergessen, Reiter. Du hast das Gesetz vergessen. Es wurde nicht gerufen. Und doch ist der Zerstörer losmarschiert und dort wurdest du gefunden. Unter seinem schwarzen Banner, wenn die Behauptungen stimmen. Zur Hölle mit euren Behauptungen. Die Siegel wurden gebrochen. Ich wurde gerufen. Wo sind dann die anderen Reiter? Wurden sie nicht ebenfalls gerufen? Die sieben Siegel sind verborgen, wie sie es schon immer waren, seit der Pakt vor Äonen geschmiedet wurde. Sie sind alle intakt. Es gab keinen Ruf. Du hast den Dunklen geholfen. Hast ein heiliges Abkommen gebrochen, das die Menschheit ins Verderben stürzt. Du hast das Gleichgewicht gefährdet. Streitest du das ab? Als ich ritt, waren Himmel und Hölle bereits im Kriegszustand. Abaddon war dort. Er wusste etwas. Abaddon ist gefallen, als er das Chaos bekämpfte, das du entfesselt hast. Ich kämpfte, war aber machtlos gegen die Dämonen. Und doch beschuldigt ihr mich. Deine Niederlage beweist gar nichts. Wahrscheinlich hat der Zerstörer sich deiner entledigt, nachdem er mit dir fertig war. Du hast das Gesetz besudelt, Reiter. Du wirst bestraft. Ich diene nur dem Rat. Nur dem Gleichgewicht. Wie die Reiter es schon immer getan haben. Schickt mich zurück. Ich werde die Verantwortlichen bestrafen. Wie? Welche Hoffnung hast du gegen die Armeen des Zerstörers? Du bist machtlos. Dann werde ich scheitern. Und die Dämonen werden euer Urteil vollstrecken. Nun gut. Du kehrst zur Erde zurück. Aber du wirst beobachtet. Tritt vor. Werde ich deine Innereien beobachten. Genug. Erhebe dich, Krieg, und wappne dich.
feuriger Rat. Gut, Freunde, das war jetzt ein Rieseneinstand, oder wie man das auch immer nennen mag. Eine Riesenschmeinerei, alles kaputt zu machen oder weiter. Chaosfresser. Oh. Die wütende Klinge dürstet nach Vernichtung. Da kommt ja noch was. Gut, ich nehme die mal, damit vielleicht dann nochmal gespeichert wird oder was? Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht so lange dauert. Nehmen Sie Ihr Schwert, okay. Chaosfresser. Kriegt legendäre Klinge. Sie wurde ebenfalls ihrer ursprünglichen Stärke und Macht beraubt, okay. Klingengeisier. Die gelben Dinge da erforderlich. Dieser Angriff nutzt die Kraft des Chaosreiters und lässt um Krieg herum ein tödliches Feld aus Klingen entstehen. Okay. Okay. Ach ja. Wenn Sie einen Zorngraf oder einen Herausgegenstand, legen Sie den ausgewählten Gegenstand auf eine freie Aktionstaste, drücken und halten Sie die L1 und eine Kraft oder einen Gegenstand im Spiel zu benutzen. Info. Okay, das hat er schon. Lebensexcel. Stellt einen Teil von Krieg Gesundheit wieder her. Gut. Ist er hier, ne? Zu weißen. Links. Und das andere war oben oder so. So, muss ich irgendwo hin, damit ich nochmal hier irgendwie gespeichert bekomme oder sowas? Ich selber kann ja nicht speichern, ne? Hier haben wir was auch immer. Spiel, laden, speichern. Aha, kann ich also auch zwischendurch mal. Gut, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Okay. So. Speichervorgang abgeschlossen. Okay, Freunde, dann erstmal danke fürs Gucken und bin mal gespannt, wie es jetzt nächstes Mal weitergeht. Also seid auch gespannt. Bis dahin, macht's gut und bye bye.